Ahoi zusammen! Bei Graphic Novels sind natürlich die Bilder mit am wichtigsten, denn sie sind es, die im Endeffekt die Geschichte tragen. Deswegen sind die Illustratoren auch mindestens genauso wichtig wie die Autoren selber. Und genau um diese Illustratoren soll es heute gehen. Graphic Novels sind ein ganz besonderes Genre, denn sie stellen quasi das Bindeglied dar zwischen Comic und Literatur. Und wie die meisten Literaturgattungen auch, spaltet sich das Genre der Graphic Novels in verschiedene Subgenres auf. So gibt es zum Beispiel Graphic Novels, die historische Themen verarbeiten, es gibt Graphic Novels, die Weltliteratur adaptieren und es gibt sehr viele Erfahrungsberichte, Biografien, eigentlich alles, was man sich denken kann. Im Gegensatz zu anderen Literaturgattungen brauchen Graphic Novels allerdings auch die Bilder, um die Geschichten transportieren zu können. Eine spannende Story ist super, tiefgehende Charaktere sind noch besser. Wichtig ist aber auch, dass der Zeichenstil zur Graphic Novel passt, denn sie trägt mit zum Spannungsbogen bei. Bei historischen Graphic Novels können Bilder dazu beitragen, eine bestimmte Stimmung einzufangen, die es zu dieser Zeit gegeben hat. Sie können darstellen, wie die Welt damals ausgesehen hat, die sich ja doch in den letzten Jahrhunderten sehr verändert hat, und so ein besseres Gespür dafür geben, wie die Geschichte eigentlich abgelaufen ist. Gerade bei Graphic Novels, die Werke der Weltliteratur adaptieren, sind die Bilder besonders wichtig. Die Werke selber sind meistens sehr bekannt. Der alte Mann und das Meer, der Prozess von Franz Kafka, der Krieg der Welten. Das sind alles Geschichten, die die meisten kennen, und sei es nur aus der Schule. Damit etwas Neues passiert und es wirklich innovativ ist, müssen natürlich die Bilder entsprechend ansprechend sein. Durch die Bilder der Illustratoren werden diese Werke quasi noch einmal neu erzählt. Sie können ein neues Schlaglicht auf bestimmte Aspekte der Geschichte werfen, sie können ein anderes Gefühl mitbringen. Das alles sollte man im Kopf behalten. Für die Leserinnen und Leser ist es natürlich besonders wichtig, dass man die einzelnen Charaktere auseinanderhalten kann. Es bringt nichts, wenn die Story super spannend ist und die Charaktere sehr ausgearbeitet sind, wenn sie sich im Endeffekt immer ähneln und man nicht genau weiß, okay, wer ist jetzt gerade derjenige, der spricht, wer ist gerade der Handlungstragende. Das gleiche gilt übrigens auch für die Umgebung. Wenn es für eine Geschichte wichtig ist, dass etwas zum Beispiel vor dem House of Parliament in London passiert, dann sollte das auch erkennbar sein, weil es etwas ganz Essentielles für die Geschichte ist. Wenn man das nicht erkennt, erkennt man auch nicht die Tragweite dessen, was gerade in der Story der Graphic Novel passiert. Ein gutes Beispiel dafür, wie man Charaktere wirklich wiedererkennbar zeichnen kann, ist Words for Women von Mary Talbot und Kate Charlesworth. Diese Graphic Novel ist hauptsächlich in Schwarz-Weiß gehalten und es gibt nur sehr wenige Farbakzente. Einer dieser Farbakzente ist die Haarfarbe der Protagonistin Sally. Sie ist durchgängig rot und während das in einzelnen Panels nicht so wichtig ist, weil Sally da alleine dasteht, ist es in Wuselbildern, weil sie sich gerade auf einer Demonstration befindet, sehr viel besser, dass man sie da sofort erkennen kann, weil sie die einzige mit dem roten Haar ist. Eine andere Technik, mit Farben umzugehen, ist zum Beispiel, den Rahmen anders zu gestalten. Normalerweise sind die Rahmen weiß. In dieser Graphic Novel Votes for Women befindet sich Sally eine Zeit lang auch im Gefängnis und erlebt da schreckliche Sachen, die sie später auch noch durchaus traumatisieren. Um das ein bisschen besser darzustellen, wurden die Rahmen schwarz gemalt. Was natürlich auch mit zu dem Gefühl beiträgt, es transportiert die Düsternis, die Sally im Gefängnis erfährt, und unterstreicht nochmal die Brutalität von den Geschehnissen dort. Eine andere Graphic Novel, die auch ähnlich arbeitet, ist Albert von Sebastian Jung. Er zeichnet dort die Geschichte seines Großvaters auf, der in Russland gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg und auch wie er sich danach in Deutschland wieder integriert. Bei dieser Graphic Novel ist es nicht, wie man das von den meisten kennt, dass es comicartige Panels sind, sondern es sind Texte, die teilweise mit Familienfotos unterlegt wurden, teilweise mit eigenen Zeichnungen, aber es gibt nie wirklich, ja, Comic-Panels. Spannend ist hier auch, dass Sebastian Jung auch hauptsächlich in Schwarz-Weiß und Grau gearbeitet hat und Rot als einzige Farbe als für Akzente benutzt hat. Wenn man die Graphic Novel weiterliest, begleitet man Sebastian Jungs Großvater auch an die russische Front. Dort wird er quasi in den Kopf geschossen oder trägt zumindest eine schwere Kopfverletzung davon und wird von einem seiner Kameraden gerettet. Das kann man auf diesem Bild sehr schön erkennen, da wird der Großvater von seinem Kameraden getragen. Man kann die beiden Menschen nicht wirklich voneinander unterscheiden, aber durch diesen roten Fleck ist erkennbar, das ist der Mensch mit der Kopfverletzung, also der Großvater. Und so kann man halt auch mit Farben arbeiten.
Ich lese nicht erst seit gestern Graphic Novels und ich habe inzwischen natürlich auch meinen Lieblingsillustrator gefunden. Letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse bin ich etwas unbedarft am Stand von Knesebeck vorbeigestolpert und dort ist mir eine Wand aufgefallen, die voll mit Graphic Novels waren. Ein Großteil davon waren Adaptionen von Weltliteratur und eine, die mir besonders ins Auge fiel, war eine Graphic Novel zu den Geschichten von Edgar Allan Poe. Das ist diese hier. Und ich habe kurz reingeblättert und war sofort fasziniert von dem Stil des Illustrators von Chris Grimley, denn er hat etwas sehr Eigenes, etwas sehr Düsteres, das sehr gut zu den Geschichten von Edgar Allan Poe passt. Tim Burton nur noch ein bisschen geiler. Burton ist super, aber Chris Grimley hebt es für mich nochmal auf eine andere Ebene. Also auch mit sehr viel Witz zum Teil, mit sehr viel düsterem Humor. Und für mich funktioniert das in Graphic Novels unglaublich gut, vor allem natürlich bei düsteren Geschichten, wie sie Edgar Allan Poe zum Beispiel geschrieben hat. Eine der Geschichten, die Edgar Allan Poe geschrieben hat, ist Das verräterische Herz. Wer die Geschichte von euch nicht kennt, erstens lest sie, aber ich fasse sie euch kurz zusammen. In der Geschichte geht es darum, dass ein Mann einen anderen umbringt und ihn quasi unter den Bodendielen in seinem Wohnzimmer vergräbt. Kurz darauf kommt die Polizei vorbei, um nach dem Ermordeten zu suchen und dieser Mann, der Täter, lädt die Polizei ein, schnackt mit ihnen, bietet ihm was zu essen und zu trinken an, einfach um zu zeigen, ich bin nicht unschuldig. Allerdings glaubt er die ganze Zeit, das Herz des Toten zu hören und dreht irgendwann so durch, dass er der Polizei die Leiche zeigt. Das zeigt so ein bisschen so den inneren Horror. Chris Grimley hat diese Phase, dieses Verrücktwerden des Mörders, weil er immer glaubt, das Herz zu hören, sehr schön zeichnerisch dargestellt. Und zwar hier, zum Beispiel in drei Panels mit Schaum vor dem Mund und wilden Augen. Und das ist etwas, was ich unglaublich gut finde, weil die Geschichte sehr schön eingefangen wurde mit diesem gruseligen. Chris Grimley hat tatsächlich noch eine zweite Graphic Novel mit Edgar Allan Poe illustriert, und zwar diese hier. In dieser Sammlung von Geschichten hat Chris Grimley unter anderem auch die Maske des Roten Todes illustriert. Auch eine meiner Lieblingsgeschichten von Poe, und ich war sehr gespannt, wie er den Roten Tod darstellen wird. Und jetzt mal ganz ehrlich, der sieht doch wirklich aus wie die wandelnde Pest. Ich finde, Chris Grimley hat das ganz fabelhaft gemacht. Und weil ich ihn sie großartig finde, möchte ich natürlich noch viel mehr Bücher von ihm haben. Ich habe mir tatsächlich zum allerersten Mal in meinem Leben eine englischsprachige Ausgabe von Grimms Märchen gekauft. Das würde ich normalerweise nie machen, weil die Gebrüder Grimm natürlich auf Deutsch geschrieben haben und warum sollte ich eine englischsprachige Übersetzung davon lesen? Vor allem, weil die ursprünglichen Geschichten ja sehr düster sind und gerade in Übersetzungen oder auch in Disney-Filmen doch eher in eine weichgespülte Form verbreitet wird und deswegen war ich mir immer ziemlich sicher, ich werde niemals, nicht in diesem Leben, eine englischsprachige Ausgabe dieser Märchen kaufen. Tja. Dummerweise hat aber Chris Grimley eine solche Ausgabe illustriert. Und weil ich ja weiß, dass er eigentlich einen sehr düsteren, ich sag schon fast makaberen Zeichenstil hat, war klar, dieses Märchenbuch muss ich haben. Und ich wurde auch nicht enttäuscht, denn alleine das Cover sieht schon wundervoll aus. Die Bilder da drin sind zum einen schwarz-weiß, es gibt auch ein paar farbige. Und eins meiner Lieblingsbilder in diesem Märchenbuch ist dieses hier vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Einfach, weil der böse Wolf wirklich die erkennbare, dunkle, düstere Gefahr ist, da er nur als Schatten dargestellt ist. Und solche Illustrationen ziehen sich durch das ganze Buch. Und was ich an Chris Grimley wirklich besonders toll finde, ist, er hat keine Scheu, auch die wirklich makabren Aspekte von Märchen als Bild darzustellen. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Original von Aschenputtel kennen. Denn viele denken, okay, der Schuh wurde anprobiert und they lived happily ever after. So war das aber nicht. Mal abgesehen davon, dass sich die beiden bösen Schwestern jeweils eine Ferse oder einen Zeh abgehackt haben, damit sie in diese kleinen Schuhe reinpassen, haben ganz am Ende des Märchens die Tauben von Cinderella bzw. von Aschenputtel den Schwestern die Augen ausgepickt. Und Chris Grimley hat das einfach großartig und brillant dargestellt. Hier sehen wir eine Taube, die einen Augapfel im Mund hat, und zwar an einem Sehnerv. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Illustrationen wirklich was für kleine Kinder sind, eben weil auch die Märchen selber ja sehr brutal sind. Ich glaube, ich würde es eher nicht meinem vierjährigen Patenkind geben. Aber für alle Kinder, die schon ein bisschen älter sind oder die sich gerne gruseln oder allgemein für Märchenliebhaber, die es wirklich zu schätzen wissen, Märchen im Original zu lesen, auch mit der ihnen eigenen Düsternis, dem sei wirklich dieses Buch
ans Herz gelegt, weil die Illustrationen dazu einfach wunderschön sind und die Märchen einfach super einfangen. Ich könnte jetzt noch viel mehr dazu erzählen, wie wichtig Illustratoren für die Graphic Novels sind. Ich denke allerdings, es spricht für sich selbst. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, warum sie so wichtig sind, auch wenn dieses Video recht kurz ist. In diesem Sinne, lest Graphic Novels, habt Spaß dabei und wenn ihr noch Kommentare oder Anregungen habt, dann meldet euch bei mir in den Kommentaren. Ade!